Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Es geht um das Thema Sommerfotos optimieren mit Viveza und mit Color Effects für schöne Looks. Und wir fangen auch direkt an, damit wir durchkommen. Ich habe so 2-3 Bildchen vorbereitet. Wir werden uns das ganz genau anschauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ich habe hier ein Bild, der ein oder andere kennt es vielleicht aus meinem geliebten Steinbruch. Und da werde ich jetzt einfach mal anfangen zu bearbeiten. Ich werde es nicht in Lightroom machen. Ich habe Lightroom jetzt nur als Host-Programm quasi genutzt oder geöffnet, um von hier raus dann direkt die Bilder in Viveza bzw. in Color Effects bearbeiten zu können. Das Ganze geht natürlich auch als Standalone oder aus anderen Programmen, die mit der Nik Collection zusammenarbeiten, wo ihr es dann draus starten könnt. Das ist also, wie gesagt, im Moment für mich nur diese Software, mit der ich das Ganze öffne und starten werde. Hier unten haben wir die Bilder. Wir können auch hier einfach einen Rechtsklick drauf machen und dann sagen wir Bearbeiten in. Hier gibt es die ganzen Filter aus der Nik Collection. Und hier unten sehen wir als untersten Punkt direkt auch schon Viveza 3. Viveza 3 ist ja ganz neu bearbeitet worden, ganz neu umgebaut worden. Und da gibt es jede Menge tolle Funktionen, die wir uns gemeinsam anschauen, um eben das Beste aus diesem Bild rauszuholen. Ich werde das Ganze hier, geht nicht anders, es ist eine RAW-Datei, eine DNG-Datei, werde ich jetzt hier als Kopie öffnen und zwar mit den Lightroom-Anpassungen. Ich habe aber keine Anpassungen vorgenommen, aber so ist einfach eine Kopie. Als TIFF wird das Ganze dann entsprechend geöffnet. Dann haben wir hier erstmal eine kleine Info und zwar, wenn wir mit einer TIFF-Datei arbeiten, das heißt, wenn wir aus Lightroom zum Beispiel oder allgemeinen TIFF in den Programmen öffnen aus der Nik Collection, dann kriegen wir so dieses Infofeld am Anfang. Das können wir natürlich auch dauerhaft wegklicken. Und da steht, dass eine TIFF-Datei nachträglich nochmal bearbeitbar ist, was ich sehr, sehr spannend finde. Multipage TIFF. Das heißt, ich kann hier unten rechts sieht man ein Fenster oder eine Beschreibung, nicht destruktive Bearbeitungen. Da werden die Dateien größer, aber ich kann eben nachträglich nochmal reingehen. Weil nehmen wir an, wir haben das Bild in Schwarz-Weiß umgewandelt und speichern das ohne diesen Haken, dann haben wir eben die ganzen Farbinformationen verloren. Das ist einfach eine ganz schöne Möglichkeit, gerade auch für die anderen Filter ist es auch immer toll. Und deswegen kommt hier einfach als allererstes mal diese Info. Wie ist das Ganze aufgebaut? Wir haben hier auf jeden Fall unser Bild. Hier oben, ich möchte ganz kurz mal die Oberfläche nochmal zeigen, für die, die neu dabei sind. Wir haben auf der linken Seite diese Presets, die jetzt neu dazugekommen sind. Die schauen wir uns gleich auch mal im Detail an. Wir können die natürlich auch eigene Presets speichern. Wir können Presets importieren. Das geht hier unten bei Benutzer definiert, sind die drin, die ich gespeichert habe. Und importieren kann man natürlich auch jede Menge. Dann haben wir hier oben einmal die Vergleichssymbole. Das heißt, hier, wenn ich da lang draufklicke, das schauen wir uns nachher an, dann sehe ich eben Vorher-Nachher-Vergleich oder nebeneinander bzw. geteilt oder nebeneinander bzw. übereinander. Schauen wir uns nachher auch an, sobald wir eine Bearbeitung vorgenommen haben. Dazu sieht man jetzt sowieso nichts. Und dann haben wir hier oben noch die Zoom-Stufen. Das heißt, wir haben hier Fit, das heißt, das ganze Bild ist eingepasst in das Programm oder in das Fenster hier. Dann haben wir Fill, das ist dann einfach die volle Breite ausgenutzt, was aber bedeutet, ich müsste hier ein bisschen hoch und runter springen. Bei Hochformatbildern, wenn ich so ein bisschen reinzoomen will und die Breite ausnutzen, kann das Sinn machen. Und wir haben 1:1, das heißt 100% Ansicht. Da kann ich mich dann hier auch entsprechend durch das Bild navigieren, hier auf der rechten Seite und mich hier dann so ein bisschen rumklicken. Und 2:1 beziehungsweise noch größere und etwas kleinere Zoomstufen haben wir hier. 2:1, 3:1 ist eben die entsprechende Zoomstufe oder dann hier Hälfte der Größe. Ja, da haben wir ja auch immer noch jede Menge zum Rumschieben. Es ist immer, kommt immer darauf an, wie sehr möchte ich reinzoomen, möchte ich das ganze Bild betrachten oder geht es mir eher um die Details,
wo ich ein bisschen genauer arbeiten möchte. Da macht es natürlich Sinn, das Ganze vielleicht auf 1 zu 1. Da sehe ich auch dann die ja, absolute Schärfe, wie das Bild dann eben rauskommt am Ende. Und das ist dann so eine ja, Frage, was brauche ich im Moment? Darum geht es im Endeffekt. Ich passe das mal wieder ein. Auf der rechten Seite haben wir hier oben die Lupe. Ja, da kann ich auch hier auf dieses kleine Symbol klicken und sagen, ich möchte diese Stelle fixiert haben. Dann habe ich hier eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte, wenn ich die Stelle bearbeite, ich möchte jetzt beim Ganzen sehen, wenn ich sie bearbeite, möchte aber wissen, wie es an der Stelle, wie wirkt sich das aus. Ja, gerade hier unten werden wir nachher auch reingehen. In diesem dunklen Bereich, im Großen sehe ich es dann einfach, wie es ist. So, hier unten sehe ich dann, wie es sich, ja, wie es wirkt im ganzen Bild. Und hier auf der rechten Seite sehe ich, wie das Ganze im Detail aussieht. Darunter das Histogramm. Das ist alles nach oben gerutscht, die zwei Sachen, die waren früher unten. Dann haben wir jede Menge globale Anpassungen. Das heißt, ich kann hier die Grundhelligkeit des Bildes hochziehen und runterziehen. Doppelklick einfach wieder auf Null setzen. Kontrast und so weiter und so fort. Jede Menge Sachen schauen wir uns teilweise mal an jetzt. Vier neue Regler sind dazu gekommen. Schwitzlichter, Mitteltöne, Schatten und Schwarz. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, die Schatten im Bild aufzuhellen, ohne dass sich hier die hellen Bereiche verändern. Oder ich ziehe hier die Spitzlichter runter, dann verändert sich hier unten nichts. Ja, dann werden nur die Spitzlichter entsprechend bearbeitet. Weißabgleichswerkzeug, wo ich eine Pipette auch habe, ganz neu. Das heißt, ich kann auswählen, was für eine Farbtemperatur ich brauche für dieses Bild, kann ich aber auch hier mit diesem Regler entsprechend wärmer und kühler ziehen. Ja, oder dann eben mit dieser Pipette an eine neutral graue Stelle, sofern ich eine habe, draufgehen. Das Ganze kann man wieder zurücksetzen, immer mit diesem kleinen gekringelten Pfeil hier oben. Und unten, ganz unten haben wir die Gradationskurve, mit der ich dann eben das Bild auch nochmal in Kontrasten steuern kann, beziehungsweise auch die einzelnen Farbkanäle, wo ich noch so ein bisschen auch einen Look kreieren kann, wenn ich das möchte. Die Sachen sind ganz unten. Setze ich auch mal hier zurück, einfach mit dem Doppelklick da drauf. Und hier haben wir eins der wichtigsten Sachen meiner Meinung nach in der Nik Collection. Das sind die Kontrollpunkte, mit denen ich eben in der Lage bin, gezielt Bildstellen aufzuhellen, abzudunkeln, Kontraste zu verändern, Farben zu verändern. Und die Möglichkeit gibt es hier über die Kontrollpunkte. Schauen wir uns jetzt auch gleich noch im Detail an. Wir fangen jetzt erstmal hier auf der linken Seite an. Und zwar haben wir hier die ganzen Presets. Presets sind eben ganz neu dazugekommen. Die gab es bisher noch nicht in Vivesa und das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um auch schnell zu arbeiten, um sich schnell so einen Look anzuschauen und dann eben noch nachzuarbeiten und zu optimieren, weil die meisten Presets sind eine super Vorlage, also nicht jedes Preset für jedes Bild logischerweise, aber in der Regel braucht es dann trotzdem noch so ein bisschen Feintuning. Ist einfach so eine grobe, teilweise auch eine sehr, sehr gute Vorlage, wo ich nur noch ganz fein justieren muss oder ich habe aber zumindest schon mal einen Look und ein Gefühl dafür, wie soll das Bild aussehen und dann kann ich nochmal in die einzelnen Regler und die einzelnen Funktionen reingehen. Was habe ich hier für verschiedene Presets? Ja, wir haben hier goldene Stunde, das heißt, wir haben so einen Gelbstich in diesem Bild drin. Das ist dann eben kurz vor Sonnenuntergang. Dann haben wir die blaue Stunde, da ist die Sonne gerade untergegangen. Da wird das Ganze dann entsprechend in der Richtung bearbeitet. Farbstich entfernen, da wird das Ganze dann so ein bisschen neutraler gemacht. Das funktioniert, ja, wirkt manchmal richtiger. Manchmal muss man da auch noch mal ein bisschen nacharbeiten. Das ist einfach auch von Bild zu Bild unterschiedlich. Dann haben wir eins, das hier in dem Bild sehr gut funktioniert, und zwar Fülllicht. Ja, wenn ich da draufklicke, ich habe immer diese Warnmeldung, dass wenn ich eins anklicke, dass die ganzen Einstellungen, die bisher vorgenommen wurden, dass die überschrieben werden. Klicke ich auf Ja und jetzt habe ich hier eben das Ganze aufgehellt, aber hier oben im Himmel bleibt natürlich die Struktur und die Helligkeit bestehen.
Und da möchte ich auch gleich mal kurz zeigen, hier oben die drei Vergleichsfunktionen. Wenn ich hier einfach draufklicke, dann habe ich, während ich draufklicke, das Ursprungsbild. Wenn ich wieder loslasse, dann sehe ich das fertige Bild. Also so schnell kann man quasi das Bild schon optimieren. Also das kann man wirklich auch so relativ gut verwenden. Wenn ich das links und rechts vergleichen will, dann habe ich hier diesen Schieberegler und kann mich hier einmal durchklicken und schauen, okay, was hat sich verändert. Und dann sieht man auch hier oben, passiert wirklich gar nichts. Ich kann es natürlich auch nach oben und unten verschieben, wenn ich das möchte. Das kommt je nach Bild drauf an, wo ich gerade meinen Fokus lege. Und zu guter Letzt diese Möglichkeit, die Bilder übereinander anzuzeigen, oben das Originalbild, unten die Bearbeitung. Wenn ich Querformatbilder habe, mache ich das oben und unten. Wenn ich Hochformatbilder habe, dann hier links und rechts nebeneinander. Und schon habe ich eine schöne Übersicht, was habe ich gemacht. Das kann ich auch echt empfehlen, das immer mal wieder anzugucken, dass man, ja, je nachdem, was man natürlich macht, machen möchte, dass man sich nicht zu weit entfernt vom Originalbild, ja, dass man sich nicht verschlimmbessert, wie es auf gut Deutsch heißt. Da gerade die Frage reinkam, Vivesa 3 hat zum einen die Möglichkeit, ja, diese non-destruktive Bearbeitung natürlich und ganz, ganz wichtig, was ich einfach, was Camera Raw, weil die Frage reinkam, nicht kann, sind natürlich die Kontrollpunkte, die, was ich in Photoshop ganz, ganz, ganz umständlich so machen müsste, also ganz fein pinseln oder sonst irgendwas. Die Möglichkeit habe ich natürlich in Vivesa und zudem ist es auch preislich eine andere Geschichte. Ich zahle kein Abo, ich habe einmal Nick runtergeladen und gekauft und dann gehört mir das und ich muss nicht nachträglich irgendwas bearbeiten, bezahlen. So, dann haben wir hier noch ein weiteres Preset, das Verdunkeln, das braucht man in dem Fall nicht. Da kommt hier vorne nur noch Dunkelheit raus. Tonwertkorrektur optimiert eben auch das Ganze, macht die Kontraste ein bisschen stärker. Finde ich hier vorne auch gar nicht so schlecht, aber auch nicht unbedingt optimal, wenn wir das mal angucken. Ja, kommt schön Struktur raus, der Himmel wird auch noch ein bisschen rausgearbeitet. Das kann man schon auch als Vorgabe nehmen. Augenscharfzeichen, Hautweichzeichen lassen wir mal raus. Wir haben keine Gesichter im Bild drin und hier bei hoher Kontrast, da wird das Ganze halt ein bisschen sehr, sehr verstärkt. Das heißt, wir haben oben auf einmal nur noch weiß, mehr oder weniger, und hier unten sehr, sehr dunkle Stellen. Deswegen auch hier eher mit Vorsicht zu genießen. Ich würde mal starten mit dem Fülllicht, weil ich das ganz spannend finde und möchte jetzt hier unten aber noch hier vorne ein bisschen aufhellen, weil mir das einfach zu dunkel noch ist, beziehungsweise auch hier in dem Bereich habe ich auch noch so eine dunkle Stelle. Ja, die ist okay. So, da fällt halt nun mal der Schatten hin, aber ich möchte es trotzdem optimieren. Fangen wir mal hier vorne an. Ich nehme mal einen Kontrollpunkt und setze mit dem hier drauf. Jetzt kann ich mir hier rechts anzeigen lassen, ja, wenn ich hier drüber fahre, was jetzt von diesem Kontrollpunkt ja angegangen wird. Ja, ich schiebe das hier rum und das ist eben was, das nur in der Nick Collection besteht. Ja, ich habe hier oben sofort eine richtig schöne Maskierung und kann jetzt hier ganz gezielt reingehen in die Bereiche, die ich eben aufhellen möchte. Ich kann das Ganze auch noch selektieren, Farbselektion. Das heißt, ich kann hier die Luminanz steuern. Möchte ich mehr aufnehmen, also gleicher Farbton, aber ich möchte mehr Helligkeiten mit aufnehmen in diesem Kontrollpunkt oder ich fahre hier rüber, dann habe ich eben nur einen gewissen Bereich dieser Stellen. Alles, was jetzt hell ist, wird entsprechend dann bearbeitet, wenn ich die Regler bewege. Das Ganze funktioniert auch mit Chrominanz. Ja, ich kann hier hochgehen, dann habe ich nur diesen Farbwert, das ist ein bisschen Toleranz ist noch drin, aber ich habe schwerpunktmäßig nur diesen Farbwert, den ich hier ausgewählt habe, drin. Oder ich nehme hier, gehe hier auch runter und nehme dann ganz viele Farben mit auf im gleichen Helligkeitsbereich grob wie diese ausgewählte Stelle. Ich kann die natürlich auch noch gegensteuern. Ja, dann habe ich wirklich die Steinstruktur drin. Oder was auch neu ist, wenn ich hier den Regler auch nach links schiebe, man sieht immer, es wird immer ähnlicher, das Ganze, wenn ich ganz nach links schiebe, dann wird diese
ja, Intelligenz ausgeschaltet sozusagen und ich habe wirklich einen Radialverlauf, der eben auch ganz neu dazugekommen ist. Ich schalte es mal wieder aus, kann den Kontrollpunkt auch hier direkt umbenennen, einfach einen Doppelklick drauf machen und dann nenne ich das Ganze hier Wand. So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, was möchte ich denn in diesem Bild, also an dieser Bildstelle verändern. Ich habe hier die ganzen Regler, die ich auch oben habe, extra nur für diesen Kontrollpunkt und hier unten Spitzlichter, Mitteltöne, Schatten und Schwarz, wo ich dann auch nochmal separat reingehen kann. Und ich möchte es hier vorne einfach mal ein bisschen aufhellen. Das heißt, ich gehe hier mal mit der Helligkeit ein bisschen hoch, mache mir hier diesen Regler größer. Vielleicht hat es der ein oder andere schon gemerkt, dass die Regler bei den Kontrollpunkten, die waren früher direkt am Kontrollpunkt dran. Das heißt, ich habe hier 5 oder 10 kleine Schieberegler gehabt und habe quasi nicht immer genau gesehen, was ich da gerade bearbeite. Und deswegen ist jetzt sind die Schieberegler auf, nach rechts gerutscht, sodass ich hier einfach mehr Sichtfeld habe auf die Bearbeitung. Dann kann ich hier natürlich auch noch ein bisschen mit der Sättigung arbeiten, wenn ich das möchte. Ich finde, hier vorne darf es noch ein bisschen gesättigter werden. Struktur, ja, muss man ein bisschen aufpassen. Und dann kann man hier eben noch ein bisschen anpassen. Das lasse ich jetzt weg. Und ich finde, hier vorne darf es auch ein bisschen kühler wirken. Das ist hier wirklich ganz tief im Schatten drin. Deswegen nehme ich hier die Wärme noch ein bisschen raus und dann kann ich hier noch etwas nachsteuern mit den Schatten aufhellen. So, Vorher-Nachher-Vergleich haben wir deutlichen Unterschied schon. Und wenn ich hier rübergehe und den Kontrollpunkt mal ausschalte, dann sieht man hier auch, was hier eigentlich passiert. Ja, einfach hier bei den Kontrollpunkten, da wo ich es umbenannt habe, hier auf der rechten Seite das Ganze anhaken. Dann möchte ich die Stelle noch ein bisschen aufhellen. Das heißt, ich nehme hier auch den neuen Kontrollpunkt, setze mir den hier mitten rein, gucke mir auch nochmal an, wo ist der denn, wo wirkt sich der aus. Den benenne ich auch gleich um, einfach im Baum, sehr kreativ, wie ich heute bin. Habe jetzt hier diese dunkle Stelle, das heißt, ich kann hier alles Mögliche steuern. Ich möchte die dunkle Stelle hier unten drin anpassen. Lass das mal noch, schau mir hier noch an. Ich möchte wirklich nur die dunkle Stelle, das heißt, ich gehe hier mit der Luminanz einfach hoch, dass hier nicht zu viel von dem Busch außenrum mit aufgenommen wird. Und dann kann ich hier einfach hergehen und sagen, ich möchte zum Beispiel auch hier die Schatten ein bisschen aufhellen. Hier aufpassen, dass es nicht irgendwelche Übersteuerungen gibt, Tonwertabrisse. Hier so ein bisschen aufhellen. Dann muss auch nochmal angucken. Ja, das Schöne ist, ich muss hier nicht mehr überlegen, gleichzeitig aufs Bild gucken, gleichzeitig die Maus bewegen, sondern ich habe hier einfach, ich möchte Wand oder ich möchte einen Baum, kann ich einfach draufklicken. Finde ich sehr, sehr schön, dass das neu dazugekommen ist. Und dann kann ich mir hier angucken, was ich hier gemacht habe. Dann werde ich das Ganze auch nochmal insgesamt ein bisschen wärmer machen. Ja, ich finde auch hier vorne, dadurch, dass jetzt der Kontrollpunkt kühler gehalten ist, kommt es noch mehr zur Geltung. Und der Himmel darf aber wieder etwas kühler werden. Das heißt, ich nehme nochmal einen Kontrollpunkt, setze mir den hier in das Blau des Himmels rein. Kann man auch gut nochmal hier auswählen. Ja, mache das ganz groß. Ich möchte den ganzen Himmel auswählen. Das ist soweit in Ordnung. Benenne den auch direkt um in Himmel. Stetig das Ganze, mache mir das wieder aus und gehe jetzt einfach her. So, muss natürlich auswählen. Kann natürlich auch nochmal mit der Luminanz und so weiter regeln, aber das hat ganz gut gepasst. Gehe hier mit der Helligkeit ein bisschen runter und mit der Wärme auch etwas runter. Und dann habe ich hier, ich ziehe das mal noch ein bisschen größer, ich habe ja dadurch, dass es eine Intelligenz dahinter ist, habe ich ja hier keinen Verlust, dass die Bäume oben am Steinbruchrand wieder kühler werden, also bläulicher werden. Und dann kann ich hier entsprechend das Ganze steuern. So, Vorher-Nachher-Vergleich hat sich einiges getan bei dem Bild. Und wenn man es ja, zügig macht, kann man da ganz schnell diese Kontrollpunkte setzen und die globalen Anpassungen vornehmen. Und dann hat man hier ein fertiges Bild.
Das ist soweit in Ordnung für mich. Ich gehe jetzt gleich noch in Color Effects und optimiere das da. Ich mache jetzt hier mal den Haken bei nicht destruktive Bearbeitungen. Könnte jetzt auch diese Voreinstellung speichern. Wenn ich mehr Bilder aus der gleichen Serie habe, die ich bearbeiten will, dann gehe ich einfach auf Voreinstellung speichern, kann das Ganze dann hier zum Beispiel Steinbruch nennen. Mit den Kontrollpunkten, weil wenn ich wirklich ganz viel Gleiches habe, dann habe ich immer die dunkle Stelle hinten in den Bäumen, habe vorne immer die gleiche Wand, nur vielleicht andere Winkel und sonstiges. Und ich kann ja nachträglich immer noch die Kontrollpunkte und alles andere auch bearbeiten, beziehungsweise die Kontrollpunkte auch löschen, wenn ich es dann doch nicht haben möchte oder hier vorne die Wand vielleicht nicht so drauf ist und nicht dementsprechend diese Bearbeitung oder Betrachtung braucht. Klicke ich auf Speichern, habe die Vorlage jetzt gespeichert, die Voreinstellung, und gehe jetzt hier unten auf Anwenden. Dann wird das Ganze zurück exportiert in Lightroom. So, das zeigt es mir jetzt gerade irgendwie nicht an. Aber ich habe da ein Workaround, das ignorieren wir jetzt einfach mal ganz kurz. Ich gehe mal in Color Effects rein. Da möchte ich jetzt auch gar nicht viel machen. Ich werde das jetzt auch gleich wieder beenden. So. Das möchte ich jetzt erstmal nicht. Jetzt habe ich hier dieses Bild. Ich weiß nicht, warum es mir gerade nicht angezeigt hat. Ist aber auch nicht dramatisch. Und an diesem TIFF, das ich gerade erstellt habe, gehe ich jetzt wieder rein, bearbeiten in Color Effects Pro 4. Das Ganze als Kopie. Ich kann auch das Original bearbeiten, möchte ich in dem Fall nicht, weil ich möchte danach nochmal vergleichen können, was habe ich denn eigentlich ursprünglich gehabt. So, dann gehen wir hier in Color Effects rein. So. Silvio fragt gerade, wann nimmt man Vivesa und wann Color Effects? Vivesa ist so die Grundbearbeitung, die Grundstimmung des Ganzen. Und Color Effects ist, wenn du einen bestimmten Look erzeugen möchtest. Das gehen wir jetzt gemeinsam an. Ich mache das hier mal auf groß. Und so, muss hier mal ganz kurz ein bisschen was aufräumen. Jetzt haben wir hier auf der linken Seite die ganzen Filter. Das sind unglaublich viele Filter. Ich glaube, über 50 verschiedene Filter, die wir hier drin haben. Und da können wir jetzt natürlich an diesem Bild weiterarbeiten. Wir haben auch unten nach wie vor die Möglichkeit, hier diesen Haken zu setzen, speichern und bearbeiten, später fortsetzen. Auch hier nachträglich einfach die Möglichkeit zu sagen, selbst wenn es jetzt als schwarz-weiß speichern würde, die Farbinformationen sind in diesem Bild immer noch drin, was ich sehr, sehr schön finde. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben zum Beispiel hier Color Stylizer. Das heißt, es ist jetzt so ein Farblook, der da drüber gelegt wird. Hier kann ich eine Farbe auswählen. Ich kann das Ganze hier wärmer machen, bestätige das Ganze und dann natürlich auch wieder mit Kontrollpunkten arbeiten. Also hier auch jede Menge Möglichkeiten. Detailextraktor finde ich mega, mega cool. Da muss man aufpassen, beziehungsweise kann man auch nicht eins zu eins so anwenden. Aber wenn ich jetzt hier mit dem Regler rübergehe, wenn ich ganz nach rechts gehe, ist es ein bisschen arg übertrieben. Aber ich kann hier die Details doch schon schön rausziehen. Und dann gehe ich hier mit dem Kontrastregler zum Beispiel noch ein bisschen hoch. Und dann habe ich hier ein richtig schönes Ergebnis. Mal ganz kurz vergleichen. Ja, die Wolken kommen sehr, sehr gut raus. Die Struktur in den Steinwänden kommt auch nochmal gut raus. Also das würde ich auf jeden Fall beibehalten. Dann kann ich hier auf der rechten Seite hinzufügen klicken. Wenn ich das nicht mache, wenn ich jetzt einfach einen anderen Filter auswähle, dann wird der Detailextraktor hier überschrieben. Das heißt, ich gehe hier auf Hinzufügen, habe jetzt einen Platzhalter für einen neuen Filter. Man kann jetzt hier beispielsweise reingehen. Ich habe jetzt Indian Summer, der mir sehr gut gefällt, dieser Filter. Und hier kann ich auch noch in der Intensität einfach so einen gewissen Look, wenn ich das haben möchte. Ja, teilweise macht es auch Sinn, das einfach nur so ein bisschen anzuwenden. Ja, man sieht es dann im Vergleich, fällt es dann schon auf. Ja, man kann auch hier einfach den Haken rausnehmen und hat so ein bisschen Farbstimmung drin. Wer mich länger kennt, weiß, ich bin nicht der größte Grün-Fan. Deswegen kann man hier durchaus auch so ein bisschen
mit steuern das Ganze. Und was natürlich auch oft Sinn macht, eins meiner Lieblingsfilter, wenn es nicht um diesen krassen Look geht, sondern wirklich um die Bearbeitung des Bildes oder den Betrachter ein bisschen führen, haben wir hier Darken, Light and Center. Das heißt, ich kann eine Vignette erstellen, die dafür sorgt, dass ich genau dort den Blick hinhaben möchte, wo es für mich relevant ist, also wo ich möchte, dass der Betrachter hinschaut. Das ist standardmäßig in der Mitte. Wenn ich jetzt hier die Helligkeit in der Mitte hochziehe, dann sieht man schon, was sich verändert. Ich kann das runterziehen, dann habe ich in der Mitte abgedunkelt. Wenn ich hier auf 50%, auf 0 gehe, das fängt bei 0 an, dann habe ich eben das neutrale Bild. Und ich habe die Helligkeit am Rand, auch hier, wenn ich auf 0 gehe, dann habe ich quasi das Originalbild. Ja, also ändert sich jetzt nichts, wenn ich das außen einschalte und kann jetzt hier am Rand eben abdunkeln, so stark ich das möchte und die Helligkeit in der Mitte steuern. Und das Schöne an dem Filter, den ich finde, erstens, weil ich beides gegensteuern kann, die Helligkeit der Mitte und die Helligkeit am Rand. Und dann kann ich hier eben auf dieses kleine Symbol klicken und mir die Mitte dorthin setzen, wo ich möchte. Also ich kann jetzt hier sagen, ich möchte die Stelle heller haben, dann ist das hier halt mehr Rand. Das heißt, hier ist mehr, also ein größerer Bereich dunkel. Ja, oder ich will jetzt hier die Wand noch ein bisschen aufhellen, sagen, okay, alles andere darf ein bisschen abgedunkelt werden. Oder auch hier unten zum Beispiel. Dann würde ich die Helligkeit hier wieder ein bisschen runterziehen. Und dann habe ich, so, wenn wir hier den Rand noch ein bisschen runterziehen, dann habe ich hier nochmal mehr Fokus drauf gelegt. Ja, da auch wieder, wenn ich einen Vergleich ziehe, so wenn ich es angucke, okay, was hat sich jetzt verändert? Wenn ich aber das Ganze ein- und ausschalte, dann sehe ich tatsächlich, dass hier deutlich was passiert ist. Da kommt gerade die Frage rein, wegen einem empfehlenswerten Workflow. Ich würde als allererstes, das hat jetzt nichts mit der Nik Collection zu tun, ich würde als allererstes die RAW-Dateien entrauschen mit Pure Raw. Mit einem Programm von DxO kann ich echt empfehlen, ist für RAW-Dateien das Nonplusultra meiner Meinung nach. Da gibt es nichts Besseres, eine richtig schöne Intelligenz dahinter. Genau, dann Viveza und dann Color FX, weil ich einfach dann ein optimales Ausgangsbild habe. Dann passe ich die Farben so an, beziehungsweise die Helligkeiten so an, dass das Ganze sehr neutral ist und so, dass ich schon mal weiß, was möchte ich denn eigentlich mit dem Bild aussagen, was möchte ich haben, dass ich ein super Ausgangsmaterial habe und dann kann ich mit Color Effects oder auch wenn ich Schwarz-Weiß will, dann mit Silber Effects entsprechend noch das Ganze optimieren. Aber das wäre so der Workflow. Ansonsten, wenn es ein fertiges Bild ist und ich vorher nicht entrauscht habe, dann kann ich natürlich auch noch die Entrausch-Versionen von Nik nehmen. So, das ist eigentlich ein fertiges Bild. Wir können uns gleich nochmal das Ausgangsbild anschauen. Ich habe hier unten den Haken gesetzt und gehe jetzt hier auf Speichern. Jetzt schauen wir uns mal an, was war das Bild ursprünglich und was ist jetzt hier am Ende rausgekommen. Das hier kann ich mal löschen. Das war das Ausgangsbild. So kam es aus der Kamera. Da ist gar nichts dran bearbeitet. Dann haben wir hier die Version, die wir in Viveza vorbereitet haben. Das heißt, wir haben hier die entsprechenden Helligkeiten angepasst, die Kontrollpunkte, die Helligkeiten, die Schatten aufgehellt und ein bisschen eingetönt noch. Und dann haben wir das Ganze hier noch mit einem kleinen Look versehen. Ja, und ich denke, das Vorher-Nachher lässt sich doch durchaus sehen und sowas macht richtig Spaß, wenn man da einfach sieht dann, was hat man eigentlich aus diesem Bild noch rausgeholt, weil das Ausgangsmaterial war jetzt nicht wirklich optimal. So, ich habe das Glück, ich habe oben noch ein bisschen Zeichnung drin, ich habe unten Zeichnung, also es ist schon nicht so schlimm, aber ich denke, das finale Bild ist dann doch deutlich ansprechender. Und dann schauen wir uns noch ein zweites Bild an, das ich sehr, sehr schön finde, wo ich mich auch drüber gefreut habe, über dieses Bild. Und zwar ist da jetzt eine Person drauf, das ist die Katrin.
die ich auch am Steinbruch, das am Rande des Steinbruchs fotografiert habe. Und das ist natürlich auch, das gehört auch zu Sommerfotos, das ist Sonnenuntergang, das ist aber im August aufgenommen, also ist definitiv ein Sommerfoto. Und ich finde, das ist einfach eine richtig schöne Wärme. Und da ist einfach, man sieht, es ist ein DNG-Bild, also das sieht man hier unten, man kann auch hier einmal anklicken. Und es ist kein Regler, es ist komplett zurückgesetzt. Ich kann hier unten auch nochmal auf Zurücksetzen klicken, dass ihr seht, das ist wirklich so fotografiert, auch mit diesem Gegenlichteffekt mit der Sonne, die hier untergegangen ist. Und auch hier schauen wir uns das Ganze mal an, wenn wir hier einen Rechtsklick drauf machen, bearbeiten in Viveza 3, auch hier wieder als Kopie. Das Ganze wird als TIFF dann in Viveza reingeladen. Möchte ich. Und hier gibt es jetzt natürlich auch wieder alle Möglichkeiten, was wir gerade eben angeschaut haben, zum Beispiel auch das Fülllicht hier, was sehr, sehr gut ist, was mir so ein bisschen die Kontraste wegnimmt, muss ich gestehen. Verdunkeln könnte hier auch tatsächlich eine Option sein, wenn ich hier die ja, hellen Bereiche noch ein bisschen mehr aufhelle. Also hier wirklich auch inspirieren lassen von diesen Filtern, weil ich vielleicht auf die Idee gar nicht gekommen wäre, das noch dunkler zu machen. Ja, so, das ist das, Originalbild war das. Ja. Kommt halt auch auf den Einsatzzweck an und so weiter. Wenn ich aber hierher gehe in dem Bereich und sage, ich möchte jetzt hier, gehen wir hier in die neuen Regler rein, sage, ich möchte die Spitzlichter noch ein bisschen hochziehen, dann ändert sich das halt eben in den Haaren. Ich habe hier oben wieder ein bisschen mehr und hier auch in diesen ja, in ihrem Hemd oder Bluse, was es ist, da ändert sich es auch und dann kommt es nochmal richtig schön zur Geltung. Das ist also auch eine super gute Möglichkeit, also hier wirklich, ich kann es nochmal, will es nochmal sagen, wirklich inspirieren lassen von diesen einzelnen Presets. Hoher Kontrast können wir uns auch mal anschauen, das ist ein bisschen extrem, das ist mir auch farbig zu stark. Ja, hier oben gibt es die Voreinstellung neutral. Wenn ich da draufklicke, dann wird alles zurückgesetzt, was hier bisher gemacht wird. Goldene Stunde passt in dem Zusammenhang natürlich sehr, sehr, sehr gut. Und hier würde ich jetzt hergehen und sagen, ich möchte die Schatten ein bisschen aufhellen. Vorher-Nachher-Vergleich, der ist sehr, sehr schön warm. Ja, wir haben auch das hier mitgenommen in dieses, in ihre Bluse hier rein. Insgesamt ein sehr, sehr schöner Farbton, das ganze Bild. Und ich möchte jetzt hier hinten das gerade noch ein bisschen verstärken und zwar mit einem Radialverlauf. Ja, ich klicke hier drauf, ziehe mir das ein bisschen größer. Und ich habe ja jetzt hier, wird das Ganze aufgenommen. Das können wir tatsächlich auch so nehmen, weil dann werden die Haare auch gleich noch ein bisschen mit optimiert. Das heißt, ich kann hier mal schauen, ob es Sinn macht, das Ganze hier noch ein bisschen zu optimieren. Wenn man das hier runternimmt, dann sind wirklich nur die Haare mit drin, Chrominanz. Ja, wenn ich das halt auch runternehme, dann habe ich sehr, sehr viel wieder, was bearbeitet wird. So kann man das entsprechend runternehmen. Jetzt habe ich hier hinten den Bereich, den ich bearbeiten möchte und die Haare werden hier auch mit reingenommen. Wie sieht das Ganze dann aus in der Bearbeitung? Ich mache jetzt hier hinten mal, ich nenne das Ganze jetzt mal Sonnenschein. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das vielleicht noch wärmer haben. Dann kommt einfach noch ein bisschen mehr Orangeton rein. Ich kann hier auch die Struktur noch mal ein bisschen anpassen. Gerade für die Haare ist es nicht schlecht. Kontrast noch ein bisschen überlegen, dass in dem Bereich der Kontrast noch ein bisschen ersteigt wird. Bei der Helligkeit müsste ich aufpassen, dass es da nicht irgendwie, hier oben sieht man es, es reißt aus. Für die Haare wäre es ganz schön, kann man aber auch separat noch mal nachsteuern und dann hier einfach ja, gucken, was mit den Spitzlichtern, ja, die vielleicht noch ein bisschen reinnehmen, dass es da nicht ganz so extrem, wie wenn ich irgendwie mit der Helligkeit oder sonst was arbeite. Vorher-Nachher-Vergleich, sehr, sehr schön, gefällt mir. Und Vorher-Nachher-Vergleich mit dem Kontrollpunkt, der gibt einfach noch mal so ein bisschen was dazu.
Wir können aber gerne nochmal einen Kontrollpunkt setzen, und zwar hier auf die Haare. Den nenne ich auch direkt um in Haare. Mach den auch mal ein bisschen größer. Chrominanz ein bisschen hochsetzen, dass ich wirklich nur die Haare treffe. Und das ist halt auch schön, dass es hier diese Regler jetzt gibt. Und wenn ich das hier ausblende, kann ich halt hier die Haare noch ein bisschen, Entschuldigung, noch ein bisschen leuchten lassen, kann die Struktur hier in den Haaren auch mal ein bisschen reinziehen. Und dann habe ich hier das Ganze sehr, sehr gut optimiert, sehr, sehr schnell im Workflow. Hier unten wieder den Haken gesetzt bei nicht destruktive Bearbeitung. Ich kann das Ganze natürlich auch wieder speichern. Geht es hier auf Anwenden und dann springt es automatisch wieder zurück in die Software, in der ich war. Das heißt, das ist unser ursprüngliches Bild. Das hier ist die Bearbeitung. Um einfach nochmal zu zeigen, was es mit dem Ganzen auf sich hat, mit der TIFF-Datei. Wenn ich hier nochmal rechtsklick reingehe und sage Bearbeiten in Vivesa, dann muss ich hier das Original bearbeiten. Gehe auf Bearbeiten und habe jetzt hier die ganzen Einstellungen, sofern mir nichts passiert ist, genau, die ganzen Einstellungen drin und ich kann nochmal nachträglich Änderungen vornehmen, wenn ich doch gesagt habe, okay, die Haare möchte ich doch nicht, ich möchte noch an den Klamotten ein bisschen was verändern oder sonstiges. Gerade kam die Frage rein, ob man auch mehrere Presets anwenden kann, wie bei Color Effects. Nee, das geht nicht, weil es einfach eine ganz andere Herangehensweise vom Programm ist. Ich kann ja alles direkt steuern. Also ich kann nichts miteinander überlagern, weil alles die gleichen Regler bedient. Bei Color Effects sind da andere Algorithmen hinter den ganzen einzelnen Filtern. Hier ist es so, dass jedes Preset auf die einzelnen, auf die gleichen Regler zugreifen. Also wenn ich jetzt, kann ich hier, ja, ich kann hier frühgängig gehen. Das heißt, ich klicke hier auf goldene Stunde, bestätige das Ganze und dann habe ich die gleichen Regler, die sind jetzt eben anders eingesetzt, als es bei meiner Bearbeitung war. So, das heißt, ich gehe hier wieder auf rückgängig und habe jetzt hier wieder das drin, wie ich das haben möchte. Gehe auf Anwenden. Und dann habe ich jetzt hier, wie schon gesehen, ein schönes Vorher-Nachher-Bild mit sehr viel Wärme drin. Das Bild ist insgesamt sehr, sehr viel ja, orangener und wärmer. Dem können wir natürlich auch noch einen kleinen Look hinzufügen, und zwar bearbeiten in Color Effects Pro 4. So, da gehen wir hier auch wieder in eine Kopie rein. So, und habe jetzt hier eben auch das, was ich als letztes angewendet habe, war eben der Detailextraktor. Da bitte aufpassen, dass es da nicht zu krass wird. Man könnte höchstens überlegen, ob es vielleicht Sinn macht, diesen Detailextraktor hier irgendwie auf die Hose zu setzen, um einfach da unten noch so ein bisschen mehr zu machen oder auch ja, vielleicht ins Gesicht und so, dass wir hier nochmal ein bisschen mehr Schärfe, ein bisschen mehr Pep reinbekommen in das Ganze. Ja, auch hier würde ich dann einfach ein bisschen runtergehen. Kann mir hier natürlich auch wieder anzeigen lassen, wo sich das Ganze auswirkt. Ja, und dann kann ich hier auch wieder einen meiner Lieblingsfilter, ich habe da ein paar, also ich könnte das öfter sagen, habe hier wieder einen leeren Filter. Nicht Dark Contrast. Dark Contrast wollte ich nicht. Dark and Light and Center. Ihr seht schon, wenn ich hier irgendwas aufklicke, dann wird das, was hier drin ist, überschrieben. Das heißt hier Dark and Light and Center. Ich hält die Mitte wieder auf, dunkel den Rand ab, setze mir den Mittelpunkt hier auf Katrin drauf und habe jetzt hier eben auch nochmal so einen Eyecatcher mit dabei drin, der einfach dafür sorgt, dass ich ganz genau weiß, wo die Betrachter dann später hinschauen. Ja, also es ist ein deutlicher Unterschied. Ich bin total Fan davon. Ich mag es, einfach mit Vignetten zu arbeiten, weil die den Betrachter einfach lenken und das Bild
dem Bild die Wirkung geben, die dann entsprechend auch gewollt ist. Ja, hier gibt es noch jede Menge andere Funktionen, Reflektoreffekt, kann man auch nochmal so ein bisschen reinnehmen, da kommt von unten nochmal ein bisschen Wärme, da würde ich dann aber sagen, machen das Ganze von der Lichtstärke, drehen wir es ein bisschen runter. Hier kann man den Verlauf, also jetzt ist, wenn es hier ganz links ist, habe ich oben, ja, kommt eben das Dunkle runter und von unten ist dieses Helle, da den Verlauf relativ weich halten und bei der Position dann auch entsprechend steuern. Auch hier gerade mal kurz so Vorher-Nachher-Vergleich. Da passiert jetzt nicht wirklich viel. Nö. Gut. Das also Möglichkeiten in der Kombination Vivesa und Color Effects. Einfach, wie ich gerade eben gesagt habe, mit Vivesa optimiert ihr das Bild, dass die Farben und die Kontraste und die Helligkeiten so sind, wie ihr es haben wollt. Und wenn dann dem Ganzen noch so ein bisschen Pep fehlt, so das gewisse Etwas, teilweise ist es echt, sind es Kleinigkeiten, wie hier Detailextrakte und Darken Light Center. Wenn das Ganze noch relevant ist, dann einfach mal reingehen, ausprobieren. Es kann ja nichts passieren. Wenn ich es nicht mag, gehe ich auf Abbrechen. Und wenn es mir gefällt, kann ich das Ganze hier auf Speichern klicken. Und dann habe ich mit wenigen Klicks, mit wenig Aufwand durch Kontrollpunkte halt auch nochmal unterstützt durch künstliche Intelligenz beziehungsweise Algorithmen, die hinten dran stehen. Und dann habe ich hier von einem Ausgangsbild, das sehr, sehr schön ist zwar, aber sehr flau und sehr kühl gehalten, optimiert mit Vivesa schön warm gemacht und dann eben, wenn wir jetzt hier nochmal draufklicken, auch nochmal mit dieser Vignette, die hier das dafür sorgt, dass das Bild nochmal dieses Etwas bekommt. Ja? Vorherbild und das ist im Endeffekt das Finale. Ja? Also die Haare leuchten schön, das kommt alles schön zur Geltung, man erkennt es jetzt gut und ja, das ist so ein Workflow, den man sehr, sehr gut nutzen kann. Wie gesagt, alles non-destruktiv. Ich kann hier auch nochmal reingehen, Color Effects. Ich sage, ich möchte doch nochmal den Detailextraktor ein bisschen anpassen oder sonst was, kann ich das nachträglich jederzeit tun. Das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Ich hatte mega viel Spaß bei der Bearbeitung und euch das zeigen zu dürfen. Und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns im nächsten Webinar. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.